Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Make Dark Souls 2 Great Again, meinem rein positiven Playthrough von Dark Souls 2 in der Scholar of the First Sin Edition. Und heute, liebe Freunde, geht es genau dahin, nämlich zum Boss, zum ersten echten und, sag ich mal, nicht optionalen Boss des ersten DLCs hier, nämlich gegen die gute Untergangskönigin Elana. Und dafür habe ich mir ein bisschen Hilfe geholt. Wie ihr das ja mitbekommt, sind wir gerade im Post-Commentary. Hatte ich ja auch so angekündigt, dass ich das dann so äußern wird. Und ja, liebe Freunde, was soll ich großartig noch zu dem Boss sagen? Er ist relativ cool inszeniert. Viele halten ihn für einen der schwersten Bosse im gesamten Spiel. Das liegt einfach nur daran, dass er ein bisschen chaotisch gestaltet ist, also mit Absicht chaotisch gestaltet ist. Und das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Und genau deshalb habe ich mir auch Hilfe gerufen. Ich finde, habe ich ja schon immer gesagt, Hilfe rufen in Souls-Spielen nicht allzu schlimm. Und mit der guten Ellie hier zusammen und dem guten Benhard werden wir uns jetzt der Untergangskönigin Elana stellen. Und die begrüßt einen dann immer mit einem kleinen, feinen Statement, das sich übrigens immer verändert. Aber hier erstmal das Erste. Genau, ich hab den Sumpf nicht verdient, sagt sie. Das ist natürlich eine Anspielung auf ihre Herkunft sozusagen, denn die gute Elana ist ja Untergangskönigin, ja? Ähnlich ein bisschen auch wie die gute Mytha aus der Irrtenspitze, die Unheilskönigin ist. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass beide so ein bisschen so verdorben sind sozusagen. Und dieses ganze Pflanzenthema oder dieses naturnahe Thema, das zieht sich ja generell hier schon durch den DLC. Sie selbst, ihr seht es ja, ihr ganzer Rock sieht so ein bisschen pflanzenmäßig aus. Und wenn sie hier ihre Skelette ruft oder beziehungsweise ihre Unterstützung, ihre Ads ruft, dann kommen die aus so einer Schlamm- oder Matsch, sag ich mal, Pfütze. Das hat natürlich auch einen bestimmten Grund. Klar, Gift zieht sich natürlich auch durch den DLC, durch den guten Sinn. Und sie persönlich ist wahrscheinlich davon auch ein bisschen betroffen, von diesem ganzen Gift von ihr. Aber sie ist natürlich auch ein bisschen mit Dunkelheit verwoben. Aber wie gesagt, das werden wir dann alles noch ein bisschen erläutern, sobald ich sie dann besiegt habe. Ich mag den Kampf gegen die gute Elana. Er ist herausfordernd. Ich habe hier übrigens, kann ich euch schon mal ein bisschen spoilern, sie beim zweiten Anlauf geschafft. Auch wieder mit Hilfe, muss ich dazu sagen. Aber die Hilfe gibt es ja hier, wie gesagt, nicht umsonst. Also es ist jetzt nicht so, dass man gesagt hat, die Hilfe wurde irgendwie später hinzugefügt, weil die Leute mitbekommen haben, oh, der Boss ist ein bisschen schwer. Nee, From Software wusste schon ganz genau, warum sie hier uns freundliche Phantome gibt, sozusagen. Warum man uns hier freundliche Phantome gibt, so rum ist es richtig. Denn klar, der Bosskampf alleine, sie alleine, wäre rein theoretisch nicht so die Herausforderung. Da ähnelt sie ganz stark dem Nashandra-Bosskampf. Auch thematisch passt sie natürlich gut dazu. Aber natürlich durch ihre Ads, durch die Sachen, die sie beschwört, wie zum Beispiel hier eine schmutzige, verdorbene Variante vom guten Weltstadt. Das schließt natürlich auch so ein bisschen darauf, dass die gute Elana und die gute Nashandra oder der gute Vendrick oder der, ne, also dieser Ort hier, Shulva und Dranglake, dass die ein bisschen miteinander verwoben sind irgendwie, weil der gute Weltstadt hier, der ist ja die Leibgarde von Vendrick. Und nicht die Leibgarde vom Shulva-König sozusagen. Natürlich kann man jetzt immer mit dazu sagen, wo kommt denn am Ende des Tages der gute Weltstadt her? Weil alles, was wir über Weltstadt wissen, ist, dass er eben nur die rechte Hand oder die linke Hand, ich weiß es gar nicht mehr, des Königs war. Mehr wissen wir über den guten Weltstadt ja nicht. Am Ende kam er höchstpersönlich aus Shulva. Das ist natürlich auch eine Variante, dass quasi Fürst Vendrick hier nach Shulva gekommen ist. Vielleicht als es schon zerstört war, man weiß es nicht. Auf der Suche nach einer Krone vom alten versunkenen König und hat dabei vielleicht den guten Weltstadt angetroffen und hat gesagt, ey, Weltstadt, du bist cool, du bist ein ehrenhafter Ritter, du bist ja auch mit Wundern, kennst du dich ja auch aus und wir wissen ja, dass Shulva ein Ort voller Wunder ist. Wie wär's, wenn du zu meiner rechten Hand wirst? Ich meine, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, dass die rechte Hand oder die linke Hand, also der andere Ritter, von Fürst Vendricks Leibgarde, der
ist natürlich auch irgendwie mit dem zweiten DLC verbunden. Und hier, liebe Freunde, übrigens, beiß ich das erste Mal einfach nur ins Gras, weil ich mich dumm angestellt habe. Denn ab einem gewissen Punkt in dem Bosskampf von der guten Elana und ab einer gewissen, sage ich mal, Lebenspunkteanzahl, dann wird sie ein bisschen nahkampflastiger. Dann beschwört sie nicht mehr so viele... so viele Projektile sozusagen, sondern oder spammt ihre Pyromantien. Also sie hat ja generell einen sehr mannigfaltiges Angriffsmuster. Sie hat Nahkampfattacken, die lösen Gift aus. Dann hat sie, wie gesagt, ihre Adds, die sie beschwören kann. Dann hat sie dunkle Magie, diese Body Explosion zum Beispiel. Dann hat sie Pursuer, die sie casten kann, also diese zielsuchenden Menschlichkeitsseelen, würde ich jetzt mal sagen. Dann hat sie den Standard-Ding, wo sie so fünf Finsterhagel, sage ich mal, Kugeln rausschießt. Sehr ähnlich übrigens zu Manus, hat sie wahrscheinlich von ihm auch gelernt, denn wir wissen ja, die gute Elana ist ja streng genommen ein Stück des Abgrundes. Ja, sozusagen ein Fragment des Abgrundes, das sich in eine Frau oder in ein menschliches Wesen sozusagen manifestiert hat. Und wer ist der Vater des Abgrunds? Richtig, der gute Manus. Und dann, wie gesagt, hat sie noch ein bisschen Pyromantie, nämlich die lauernde Flamme, eine sehr hinterhältige Pyromantie, die aber gut halt wieder zu dem Bosskampf passt. Ich persönlich, wie gesagt, mag den Bosskampf dahingehend, dass er herausfordernd ist. Man muss sehr viel immer auf seine Umgebung achten, gerade die Adds, also die zusätzlichen Gegner. Ja, viele finden die nervig, die würden einfach den Boss gerne so battlen, aber ich finde, dann wäre er kein DLC-Boss übrigens, sondern dann wäre er, also zumindest kein herausfordernder Endgame-Boss, sondern einfach nur ein relativ einfacher Boss. Besonders hier, wir betreten den Kampf, die Arena zum zweiten Mal und wir kriegen zum zweiten Mal eine Begrüßung. Und das zweite Mal ist natürlich auch eine andere Begrüßung, was sehr, sehr cool ist, also weil sie uns halt wiedererkannt hat, weil sie hat uns ja schon mal besiegt. Das mag ich generell, das hat sowas von NPCs, die man besiegt in der Souls-Reihe, also die man tötet, freundliche NPCs, beziehungsweise sobald man sie geaggroht hat und sie besiegen einen und dann begegnet man ihnen wieder, dann haben die meistens einen netten Spruch auf Lager. Ach, du bist schon wieder zurück? Was bist du denn für ein Penner? So nach dem Motto, ja. Und das ist ganz cool, dass sie hier auch diesen Spruch quasi verändert, mit dem man ihn begrüßt. Und sie begrüßt uns jetzt hier im Gegensatz zum ersten Mal nicht mit den Skeletten gleich als allererstes, sondern mit dem guten Weltstat. Das ist übrigens komplett random, also ist komplett zufällig, was sie beschwört. Es gibt Kämpfe, in denen beschwört sie Weltstat gar nicht, es gibt Kämpfe, da beschwört sie ihn dauernd. Hier zum Beispiel habe ich einen Kampf erwischt, wo sie den guten Weltstat, ich glaube, dreimal hintereinander beschwört oder zumindest zweimal hintereinander beschwört und dann nochmal ein bisschen die Skelette. Und genau dafür, für dieses Chaos, was jetzt hier gerade ausbricht, also ich habe Weltstat, auf den ich mich konzentrieren muss, ich habe Elana, auf die ich mich konzentrieren muss, die sich auch noch teleportieren kann, also über das Schlachtfeld so ein bisschen teleportieren kann. Und ich habe natürlich ihre Pyromantien bzw. ihre dunkle Magie, auf die ich aufpassen muss. Klar, das ist natürlich für Leute, die das nicht gewohnt sind oder beziehungsweise die vorher eben die Kaliber der anderen Bosse in Dark Souls 2 gewohnt sind, schon eine Herausforderung. Weil eben sehr viel von einem verlangt wird. Man muss sehr auf seine Umgebung achten hier, man muss sehr darauf achten, wenn die gute Elana sich quasi teleportiert, dass man da eben auch auf seine Umgebung aufpasst, sodass er einen nicht mit dem Nahkampf erwischt. Und ihr seht, schon wieder der gute Weltstar, der hier gerufen wird und nicht eben die Skelette zum Beispiel. Ich habe übrigens für den Kampf hier die Finsterrüstung gewählt, weil die höchste Finsterverteidigung hat. Interessanterweise wurde ich, glaube ich, in den beiden Kämpfen nur zweimal von finsteren Zaubersprüchen getroffen, oder dreimal. Ich glaube hier, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich von einem finsteren Zauberspruch getroffen werde. Also hätte ich es mir eigentlich auch sparen können. Ich hätte mir stattdessen lieber eine Rüstung wählen sollen, wie gut gegen Nahkampfangriffe ist, denn davon werde ich das meiste getroffen, nämlich vom guten Weltstat und von der guten Elana hier. Sobald man übrigens selbst geringe Lebenspunkte hat, dann teleportiert sie sich übrigens auch zu einem hin und versucht einen mit Nahkampfangriffen zu malträtieren, anstatt eben mit Pyromantien oder Finsternisangriffen. Also nur selten switcht sie dann. Und ihr seht, ich stelle mich jetzt ja auch nicht besonders gut an. Also wie gesagt, wenn man dann noch ein bisschen das Rollen drauf hat und ein bisschen mehr ausweichen kann und ein bisschen besser ausweichen kann, dann kriegt man den Kampf auch wunderbar alleine hin. Aber wie gesagt, warum die Hilfe ausschlagen, wenn sie einem das Spiel gibt?
Also warum einen Mechanismus nicht nutzen, den einem das Spiel hier gibt. Das habe ich noch nie verstanden und ich sehe da auch keine, ich habe ja generell so diese Gamer-Ehre jetzt nicht, dass ich bei Souls-Spielen sage, oh, ich muss den Boss dringend alleine schaffen. Also stört mich überhaupt gar nicht, wenn ich den Boss nicht alleine schaffe. Zumal, zu meiner Ehrenrettung sei gesagt, dass ich den letzten Teil des Kampfes komplett alleine bestreite, weil der gute Benhard und die gute Ellie hier, die Ellie Stahlherz, dann eh noch ins Gras beißen. Also ihr seht, sie hat jetzt die Wälzer, glaube ich, zum dritten Mal gerufen oder zum zweiten Mal gerufen. Ich glaube, jetzt ruft sie ihn dann noch ein drittes Mal, während der gute Benhard hier auf sie einprügelt. Aber wie gesagt, ich mag den Bosskampf. Also ich verstehe immer nicht Leute, dass die nicht verstehen oder nicht mögen, weil er halt schwierig ist. Aber ich meine, welche Kämpfe in Souls sind denn nicht schwierig? Welche Bosskämpfe sind denn nicht schwierig in Souls? Also ich meine, es ist am Ende des Tages wirklich eine Frage der Einordnung. Klar, man muss sich hier auf viele Sachen konzentrieren und wenn man dann auch noch dumm ist und plötzlich einen Bogen rausholt, so wie ich mitten im Bosskampf, dann muss man sich natürlich nicht wundern, wenn man dann von Weltstadt eingeholt wird und von seinem riesigen Glockenhammer eins auf den Nuss bekommt. Da muss man sich nicht wundern. Aber wenn man sich nicht dumm anstellt, und das zeige ich hier euch zum Schluss übrigens, wie man den Kampf dann auch, wie gesagt, bestreiten kann, wenn man dann alleine ist, vor allen Dingen eben, wenn sie nur den guten Weltstart ruft, dann kann man nämlich Folgendes tun. Dann kann man, also erstmal kriegt man wieder voll auf die Fresse, das kann man auf jeden Fall tun. Und ihr seht, ne, meine Lebenspunkte sind gering und sie teleportiert sich über das Schlachtfeld, um einen mit ihrer Axt quasi, die sie hat, zu malträtieren. Die übrigens sehr ähnlich, oder zumindest relativ ähnlich, was das Design angeht, ist zu der Waffe, die der gute Manus mit einem quasi schwingt, also seinen Zauberstab, den er hat. Denn im Gegensatz, wie gesagt, zum guten Manus hat sie keinen Zauberstab sozusagen, mit dem sie die ganzen Sachen castet, sondern ich glaube, sie hat einen Talisman in ihrer Hand, so einen verrotteten Talisman. Ich weiß es, glaube ich, gar nicht mehr. Oder sie macht es mit ihrer Hand direkt, was natürlich wieder dafür spricht, dass sie eben naturverbunden ist. So ein bisschen wie auch die Riesen, die ja auch keinen Talisman brauchen, um ihre Sachen zu rufen. Aber wie gesagt, hier übrigens die Taktik, die man anwenden kann, wenn man eben alleine gegen sie kämpft, dass man eben den guten Wälzer ein bisschen von sich weglockt, hofft, dass die gute Elana, ich will immer Quelana sagen, weil das auch so ähnlich ist, vor allem, weil sie auch Pyromantien abschießt, in der Hoffnung, dass die gute Elana einem eben mit einer Fernkampfattacke attackiert, wie zum Beispiel jetzt, mit so einer lauernden Flamme, und dann wegrennen, also dann wegrennen, auf sie zurennen, genau, jetzt macht sie das, glaube ich, nochmal, genau, so eine lauernde Flamme, und dann kann man so eine rennende Attacke, sozusagen so eine Sprintattacke, anbringen und dann geht man wieder weg. Also dieses Rinse and Repeat funktioniert auch hier wunderbar. Und genau deshalb sehe ich anhand der Schwierigkeit kein Problem mit dem Boss. Ich finde ihn sogar relativ geil inszeniert. Also als ich hier das erste Mal sie quasi gemacht habe und den guten Weltstadt gesehen habe, der gerufen wurde, habe ich auch gedacht, what the fuck, was machst du denn hier? Aber wie gesagt, das macht lore-technisch ein bisschen Sinn, denn am Ende des Tages sind ja die gute Elana und die gute Nashandra und die gute, die anderen zwei Damen, die wir noch in den anderen beiden DLCs treffen, vielleicht am Ende des Tages ja auch irgendwie miteinander verbunden. Und warum sollten sie sich vielleicht jetzt auch nicht wie soll man sagen, gemeinsames Gedächtnis oder gemeinsames Bewusstsein teilen? Übrigens sollte man aufpassen, sobald man die gute Elana besiegt hat, dass man nicht von Weltstadt eventuell noch getroffen wird, der sich gerade mitten in der Animation befindet. Und nachdem man sie besiegt hat, öffnet sich dieses wunderschöne Steingemälde, Steinbehau, möchte ich jetzt einfach mal sagen, das wir ja auch schon in kleinerer Form im Schrein der Drachen gesehen haben. Exakt das Gleiche. Und das ist ja wieder dieses Drachenanbeten. Anscheinend gab es dafür immer nur ein Markenzeichen und ein so ein Bildnis, sozusagen, das man dafür verwendet hat. Aber lesen wir uns mal die Seele von der guten Elana durch. Denn die ist ja komplett finster, wie ihr seht. Seele der Untergangskönigin Elana, die neben dem schlafenden Drachen des ewigen Heiligtums ruht. Dieses Kind der Finsternis begleitet den Drachen und sammelt Seelen für den bevorstehenden Tag der Rache. Mit der wundersamen Seele dieser Augurin des Zorns können mehrere Seelen erworben oder etwas Kostbares geschaffen werden. Also ihr seht, dieses Kind der Finsternis, ja, wir werden auch noch gleich erklären, woher sie ja eigentlich kommt, also dass sie, wie gesagt, ein Fragment des Abgrunds quasi ist, von dem es ja eben nur noch Fragmente gibt, die haben wir ja auch schon bereist im Eid der Pilger der Finsternis.
und dieses begleitet einen Drachen. Kennen wir da noch jemanden, der irgendwie eine Assoziation mit Drachen hat und der einen Monarchen und einen Herrscher begleitet? Ja, liebe Kinder, die gute Feuerhüterin ist da relativ ähnlich und genau deshalb, wie gesagt, gibt es ja auch die Theorie, dass die gute Feuerhüterin nicht eine von den vier Feuerhüterinnen ist, diese Zeitreisetheorie, die habe ich ja schon mal erläutert, sondern dass sie am Ende des Tages auch ein weiteres Fragment des Abgrundes ist, das sich in Dranglake quasi breit gemacht hat und eben in die Riege gehört von der guten Nashandra, von der guten Elana, von der guten und von den anderen beiden Damen, die wir da noch treffen werden, dass sie quasi die fünfte ist, das fünfte der Fragmente, die aus dem Abgrund quasi entstanden sind oder zerbrochen sind und dann sich etwas zu etwas Neuem geformt haben. Fünf würde übrigens dahingehend Sinn ergeben, wie viele Finger hat die Hand? Fünf. Was bedeutet Manus auf Latein? Also das Manus ist ja Latein und was bedeutet Manus auf Deutsch? Hand. Kinder des Abgrunds, Kinder des Manus, Vater des Abgrunds, fünf Kinder, würde irgendwie ein bisschen Sinn ergeben, findet ihr nicht auch? Und alles Damen und alle begleiten einen Monarchen oder ein mächtiges Wesen sozusagen. Also die Verbindung zwischen Drachenkindern sozusagen, ja, Kind oder dass Drachen mit Drachen assoziiert werden bei der guten Elana und bei der guten Feuerhüterin ist auch nicht von der Hand zu weisen. Ich bin jetzt übrigens hier beim guten Straight, um zu gucken, ob ich aus der Seele von der guten Elana hier bei ihm was machen kann, aber es ist nicht der Fall. Man kann nur zur guten Ornifex, die kann einem quasi etwas aus dieser Seele fertigen. Ergibt auch irgendwo ein bisschen Sinn, denn die gute Ornifex ist ja gehört ja zu einer Rasse quasi von Wesen, die ja auch schon zu Zeiten von Dark Souls 1 quasi gelebt haben, nämlich auch zu Zeiten, wo der Abgrund noch existiert hat. Und am Ende des Tages kann eben genau deshalb nur die gute Ornifex was mit dieser tief dunklen Seele anfangen, die der Seele vom guten Manus in Sachen, also wie sie aussieht, nicht sehr unähnlich ist. Und genau deshalb ist Elana ja auch so interessant. Also sie begleitete quasi den Drachen. Sie kam mit dem Drachen nach Shulva. Am Ende des Tages war der versunkene König, kam hin nach Shulva, beziehungsweise an diesen Ort vom heiligen Drachen und hat da nicht nur den Drachen getroffen, sondern auch das Kind, was ihn begleitet hat, die gute Elana, und hat sich quasi in sie verliebt. Und hier haben wir ihre Waffe, ihre zornige Axt, die wir machen können. Eine aus der Seele von Elana, dem Kind der Finsternis geschmiedete Waffe, schwere Angriffe entfalten ihre volle Wirkung. Als sich der Abgrund auflöste, wurden seine Bewohner im ganzen Reich versprengt. Als sie wieder Gestalt annahmen, deuteten sie damit die wahre Natur der Menschheit an. Ne? Logischerweise, was ist das, was wir machen, wenn wir am Leuchtfeuer wieder auferstehen? Richtig, aus unserer dunklen Seele, unserer Menschlichkeit, unserer Dark Soul, die aus dem Abgrund kommt, um diese Seele bildet sich wieder unser fleischlicher Leib, unser fleischlicher Körper. Das heißt, tief im Innern sind wir dunkel, sind wir gierig, sind wir, sag ich mal, haben wir Makel, die uns zu schlechten Menschen machen können, wie zum Beispiel Egoismus und so weiter und so fort. Und das ist damit gemeint, dass da die wahre Natur der Menschheit quasi zutage gefördert wurde. Die dunkle Natur, die nach Macht giert und nach nach Vollkommenheit giert, obwohl Vollkommenheit nicht im Sinne der Menschen ist. Nobody's perfect, aber trotzdem streben wir immer nach danach und daran gehen wir vielleicht am Ende des Tages zugrunde, dass wir mehr wollen und am Ende des Tages mehr bekommen, aber das ist dann immer noch nicht genug und so am Ende vergehen wir dann an unserer eigenen inneren Dunkelheit und an anderen dunklen Gelüsten, möchte ich jetzt mal sagen. Und genau deshalb ist die gute Elana nicht nur spielerisch, sondern auch lore-technisch ziemlich geil. Und den Drachen, den sie begleitet hat, den werden wir uns beim nächsten Mal dann gegenüberstellen. Ich entschuldige mich für den kurzen Teil, aber ich glaube, das hat ganz gut gepasst. Im nächsten Teil geht es gegen Sin. Bis dahin bedanke ich mich für immer fürs Zusehen. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Likes und natürlich auch über ein Abo, falls ihr noch nicht habt. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.